Hermann, Gerichtsreporter von der Matz. Ich melde mich aus dem Landgericht Potsdam. Hier ist gerade die Verhandlung gegen den mutmaßlichen Mörder der beiden Kinder Elias und Mohammed unterbrochen worden, gleich nach Beginn. Und zwar hatte die Verteidigung beantragt, dass das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Darüber muss das Gericht befinden, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Deswegen stehen wir jetzt alle hier vor dem Gericht, die ganzen Journalisten und Prozessbesucher. Wir warten also darauf, was die Kammer entscheiden wird. Meine Einschätzung ist, ich glaube nicht, dass das Gericht komplett die Öffentlichkeit ausschließen kann für den ganzen Prozess. Aber für Passagen wird es sicherlich dazu kommen. Einen entsprechenden Antrag hat er auch schon die Vertreterin der Nebenklage der Familie von Elias angekündigt.